Ich möchte euch heute recht herzlich hier in der Texas-Kiste begrüßen. Wir haben heute so ein kleines Revival. Wir machen so eine kleine Vorpokalparty. Wir hatten heute ca. 130 FCM-Fans hier in der Texas-Kiste, um einfach mal wieder so ein bisschen zu feiern wie früher. Und wir hatten sehr viel Spaß bisher. Wir hatten heute auch einen Teil der Mannschaft hier bei uns. Die waren natürlich ringsrum immer angesagt. Die Jungs haben erstmal ordentlich bei uns zu essen bekommen. Was haben wir dann gemacht? Dann haben wir sie an die Tische verteilt, sodass sie ein bisschen erzählen konnten mit den Fans. Ja, und zu guter Letzt musste jeder nochmal einen kleinen Schwank aus seinem Leben erzählen, vorne vor der Bühne. War ein sehr schöner Tag heute, ein sehr schöner Abend, läuft ja immer noch und macht sehr viel Spaß. Stimme weg, das heißt schon ausgiebig gefeiert oder wo ist sie hin? Die ist auf Malle, glaube ich, geblieben, ja. Ja, gerne, gerne. Was ist da noch so geblieben auf Malle? Eine vergrößerte Leber, würde ich sagen. Und ja, es war sehr, sehr schön, hat viel Spaß gemacht, wir haben viel gelacht zusammen, haben auch ein bisschen was getrunken, das gehört auch dazu. Haben schöne Musik gehört, haben getanzt, also alles, was zum Ballermann dazu gehört. Wenn man jetzt so weiß, man hat es eigentlich geschafft, freut man sich dann erst recht, nach Malle zu fahren, nach so einer Saison? Ja gut, wir wurden halt auch von anderen Mannschaften dann auch gesehen, jetzt Beispiel 1860 München oder Zwickau, und die haben uns dann alle positiv empfangen. Also 1860 München hat, glaube ich, jedes Mal, wenn die uns gesehen haben, geklatscht. Also klar, es ist eine schöne Gelegenheit, Aufstieg und eine Meisterschaft am Ballermann zu feiern. Geht das? Erst vier junge Frauen nehmen, jetzt so ein oller alter Mann. Wie geht's? Was ist besser? Sag mal. Beides ist super. Beides ist super, genau so ist das. Genau. Also der große Contest kommt noch. Wir werden nachher mit Zierlot draußen ein Wettrennen machen. Aber nur über 10 Meter. 10? Nehme ich an. Einmal in der legendären FCM Texas-Kiste hier. Das ist schon, hat schon Kultstatus. Ist aber fast ein bisschen wärmer als im Stadion, oder? Definitiv, ja. Trotzdem sehr angenehme Menschen hier, gute Kontakte, gute Gespräche und bin froh, heute hier sein zu dürfen. Essen ist vorbei. Die Stars sind auch weg. Du kommst zu spät einfach mal, würde ich mal sagen. Nee, ich komme nicht zu spät, ich komme immer zu früh. Oh, du bist ja trotzdem gefeiert wie ein Superstar hier gerade. Wie fühlst du dich da eigentlich immer, wenn alle auf dich zukommen und wirklich mit dir ein Selfie machen und vielleicht auch die Spieler nebenbei stehen lassen? Ja, Superstar sehe ich mich nicht, aber es ist manchmal schon ganz schön, wie soll ich mal ausdrücken? Es ist, die Leute wollen einen sehen, die wollen mit einem Foto machen. Zukunftsmäßig zweite Liga, wie stellst du dir das eigentlich alles so vor? Das ist schon wieder mit ein bisschen Bauchkribbel, oder? Ja, ich sag mal, wir sind jetzt nicht die alten Hasen in der zweiten Liga, aber wir waren schon einmal in der zweiten Liga und ich freue mich, dolle alte Kollegen noch mal wieder zu sehen und dass wir dieses Jahr drinnen bleiben. Also ich glaube persönlich, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Was sind das für dich für alte Kollegen, auf die du dich so freust? Von Dormstadt, der Matze. Der Andi in Rostock, und also sind schon ein paar Kollegen, die ich sehr mag. Was sie hier, glaube ich, gespielt haben mit euch, das ist unglaublich. Ihr habt wahnsinnig Gas gegeben in jedem Spiel und das hat die Mannschaft nach vorne gepusht, das hat uns gepusht, und dafür kann ich nur ein riesen Dankeschön sagen, ein riesen Kompliment an euch und ein Dankeschön von der ganzen Mannschaft. Was ist besser? Zwischen zwei Frauen stehen oder Fußball spielen? Ach, ich brauche nur meine Frau. Die geht zu Hause. Aber Fußball spielen ist das Beste. Und er kann so gut Fußball spielen, ja. Danke. Ich kann es bedanken. Es war mein erstes Jahr im Profifußball und es war jedes Mal, wenn ich im Kader war, eine unglaubliche Atmosphäre im Stadion. Und es war wirklich überragend und das werde ich nie vergessen. Danke.